Heute geht es um Naturfarben und ich habe Herrn Aschel hier bei uns, Experte für Natur- und Biofarben. Und dank Herrn Aschel ist unser Studio schön farbig. Hier ist die weiße Wand, aber drüben haben wir Cappuccino. Und wir haben mit Naturharzfarben gestrichen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Naturharzfarben, was ist denn da drin? Also Naturharzfarben setzen sich zusammen aus Öl, aus besten Sonnenblumenöl und aus Baumharz. Die werden miteinander verkocht und das ist das Bindemittel der Farbe. Und das bedeutet was für ein gesundes Wohnklima, Raumklima? Wenn man das vergleicht mit einer herkömmlichen Farbe aus dem Baumarkt, die besteht aus Kunstharz. Kunstharz können Sie sich vorstellen wie eine Plastiktüte an der Wand. Das heißt, Luftfeuchtigkeit, die wir im Raum haben, mit 50-70% relative Luftfeuchtigkeit, die muss ja irgendwo hin. Das merken Sie daran, wenn Sie zum Beispiel 2 Wochen in Urlaub gehen, machen die Fenster und Türen zu, sind dann mal 2 Wochen weg und die Luftfeuchtigkeit, die arbeitet im Raum. Und wenn die Wände nicht atmen können, kann die Luftfeuchtigkeit nirgends hin. Das heißt, die verbindet sich mit Gerüche und Ausgasungen aus Möbeln, aus Fußböden und aber auch aus Wandfarben. Und somit kommen sie nach 2 Wochen zurück und müssen erstmal lüften. Bei unseren Oberflächen, bei unseren Naturharzfarben ist es so, dass die wirken wie ein Schwamm. Das heißt, Luftfeuchtigkeit wird aufgenommen und wieder abgegeben. Teilweise gereinigt abgegeben. Das heißt, ich mache Urlaub und die Naturfarbe arbeitet für mich in der Zwischenzeit. Die atmet? Die atmet Ihnen die Luftfeuchtigkeit weg und tauscht sie aus. Kann man das messen? Also fühlen macht man es wahrscheinlich, man fühlt es wahrscheinlich, wenn man reinkommt von Naturfarbe, dass es ein ganz anderes Raumklima ist. Aber messen, kann man es auch messen? Man kann es messen, ja. Es gibt dann Institute, die das Ganze messen. Zum Beispiel der TÜV, die machen Raumklimatests. Und wir nutzen diese Tests auch, um unsere Produkte zu zertifizieren. Super. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Wir machen jetzt weiter mit unserer Baustelle und berichten vom nächsten Tag.